Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Video. Ja, auf diesem Kanal sofort und gleich. Und ja, Leute, heute zeige ich euch mal meinen Spind und ja. Insgesamt habe ich, glaube ich, in Fortnite 140 Euro eingepayt und ich zeige euch heute einfach mal, was ich alles habe. Deswegen gehen wir jetzt erstmal in Spind und fangen erstmal an mit den Ladescreens. Das ist ja irgendwie das, was am langweiligsten ist. Wir fangen jetzt einfach mal von oben an. Hier haben wir den Woche 3 Ladescreen. Hier den, also den solltet ihr eigentlich alle kennen. Ich skippe jetzt, mach das jetzt einfach mal durch. Hier haben wir schon Season 3. Season 3. Season 3. Hier haben wir auch noch Season 3. Und hier haben wir alle, sag ich jetzt mal, Ladescreens, die ich zurzeit besitze. Also die Standard quasi, die eigentlich fast jeder hat. Warum tue ich die jetzt rein? Ich will einen Raven drin haben. Dann die Flugspuren. Die Flugspuren haben wir hier Ultramarinen. Hier Spray Paint, Shooting Star, Retro, Skyfall, Regenbogen, Blitz, Herzen, Flammen, Bubbles und All Stars. Das ist auch zurzeit so meine Lieblingskombi. Mit Moment, wo ist er? Hier mit ihm. Das sieht einfach, ich finde, das sieht mega geil aus. Mit den Flügeln hier noch dran oder halt, wie soll ich sagen, ja. Aber ja, lassen wir es einfach mal so. Dann Picken habe ich mir eigentlich gar keine gekauft. Hier ACDC, Eva und Slot, Trusty No 2, Excalibur, Gale Force, Lollipop, Prostitution, also die bekommen mit Carbide, die bekommen mit Omega. Hier Level 30, glaube ich, und hier Level 45 oder sowas. Dann Pulse Axt, also alles Battle Pass und hier die normale. So, dann gucken wir mal bei den Emotes rein. Da habe ich nicht so viele. Ehrlich gesagt, ich glaube, ich habe mir nicht mal so viele gekauft. Hier den normalen Tanz. Dann Hallo. Dann hier wahre Liebe. Und Respekt. Schön Schnuck. Der Wurm sollte eigentlich jeder kennen. Take the Loose. Ride the Pony. Popcorn. Orangene Gerechtigkeit. Hype. Floss. Ein Schritt Stars. Den Jab. Best Mates. Baller Emote. Das ist so ein Emote, wo ich einfach gesagt habe, den muss ich mir kaufen. The Robot. Groovy Jam. Und zu guter Letzt Breakdance. Jo. Das sind so alle Emotes, die ich zurzeit habe. Dann kommen wir jetzt aber zu dem. Erstmal zu den Bannern. Würde ich sagen. Das sind, also ich gehe das jetzt einfach mal Reihe für Reihe durch. Hier haben wir die ganzen Banner. Ich finde hier oben den Rachen am coolsten. Ja. Gucken wir mal. Könnt euch die alle mal angucken. Hier. Alle Banner. Founder Pack. Also von Rette die Welt. Standard. Das sind alle, die ihr auch habt. Auch wenn ihr kein Geld ausgegeben habt, dann hier alle Colors. Da benutze ich. Aber nun kommen wir wirklich zu dem Teil, der, glaube ich, am interessantesten ist, und zwar den Skins. Und wir haben hier, wir fangen von unten an. Ich markiere mal ganz kurz alle als Favorit. So, fangen wir an bei der Royal Knight, also der ist aus dem Battle Pass. Den habe ich mir gekauft. Ja, Farbbomber ist eigentlich ein ziemlich nicer Skin. Ja, wollte ich einfach haben. Dann den auch Battle Pass aus Season 2. Dann hier nochmal gekauft. Den fand ich auch mega geil. Zoe Battle Pass, Battle Pass, Battle Pass, aber der ist schon ziemlich geil. Funke-Spezialistin. Auch ein ziemlich nicer Skin. Rostmeister. Hier, Starterpaket, genau. Halo. Moonwalker, also Battle Pass, Battle Pass, Battle Pass.
Battle Pass gekauft. Wukong-Skin, ziemlich geil. Sieht man auch ihn auch direkt mit seinem Backpack am Start. Battle Pass Wailer ist auch ein ziemlich geiler Skin. Also kann ich nur empfehlen. Hier oben John Wick, den wohl, ja, bekanntes Skin, den es gibt. Raven. Ja. Omega. Dark Voyager. Die Voyager. Cowboy Skin. Natürlich auch hier könnt ihr die Styles anpassen. Was ist der Giants? Stage 6. Könnt auch die Farbe auswählen. Ganz gechillt. Und zu guter Letzt den Dark Knight. Also einer der kurzen Skins, finde ich, die es gibt. Weil nur die Leute, die in Season 2 ziemlich hoch waren, den auch haben. Also weil sie Battle Pass auch in Season 2 durchgeschafft haben. Haben den. Ja. Das sind so alle meine Sachen, die ich zurzeit feier. Jetzt kann ich euch nochmal ganz kurz meine drei Lieblingskombinationen zeigen. Und das sind einmal die hier. Dann ihn hier. Mit ja, mit denen hier auch, mit den Flügeln. Die Flügel finde ich einfach einer der coolsten Battle Pass, ne? Backpacks, die es in diesem Spiel auch gibt. Und die Picke, die Omega-Picke ist einfach geil. Der Gleiter ist cool. Und sonst die Flugtour ist einfach mega Hammer und der Ladebildschirm, ja, genau, nicht so viel aus. Und die dritte Lieblingsfigur von mir ist einfach, wenn ich Funkspezialisten spiele, mit, wo ist es? Entweder ich spiele, also ich spiele so meistens mit dem hier. Der sieht ganz nice aus, aber ich spiele auch manchmal, ich spiele sie auch manchmal mit ihm hier. Aber mit ihm ist halt auch richtig cool mit dem Backpack. Also es sind so meine drei Lieblingskombinationen. Ja, auf jeden Fall, das war das Video von meinem Spind. Ich kann euch mal ganz kurz die Einstellung zeigen von mir. Hier seht ihr, Show FPS habe ich an, Motion Blur habe ich aus, V-Sync habe ich auch aus. Und das sind meine Grafikeinstellungen. Hier habe ich 3D habe ich auf 1080 Pixel. Hier oben Fullscreen, ich kann noch mal ganz kurz auf Auto stellen. Da seht ihr, mein PC könnte ich auch ein bisschen mehr einstellen, aber will ich gar nicht. Ich will mehr FPS haben. Ich spiele auf Fullscreen. Frame Rate Limit habe ich unlimited. Dann hier. Mod-Sensitivität habe ich auf 17 und beim Zielen habe ich alles auf 100. Helligkeit ist egal. Das ist meine Einstellung für ja, halt. Mikrofon und so. Und generell Lautstärke. Und hier haben wir hier nochmal die ganzen ja, die ganze Steuerung. Könnt ihr euch schon mal ganz könnt ihr euch durchgucken, wenn ihr wollt. Ich gehe jetzt mal ganz gleich irgendwie durch. Ihr könnt auch Stopp machen im Video, wenn ihr was wissen wollt. Da spiele ich Fortnite. So. Ja. Also Leute, würde ich sagen, wenn euch das Video über meinen Spind gefallen hat, dann würde ich mich selber liken haben können. Haarfreund, wir stehen ja kurz vor den 76. Also ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, auf jeden Fall den Emote finde ich ziemlich geil. Er ist einfach mega witzig. Also, bis dahin, haut rein und ciao.